der Bar. Ich bin gespannt, ob der Richard da ist. Auf alle Fälle. Hallo, Herr Dr. Schreiber. Wen haben wir denn da? Hallöchen, ja, hier ist der Roman. Hallo, Dr. Richard Seber. Ich denke, wir sind per du. Ja, ich kenne dich doch gut. Du siehst mich? Ja, nur grün sehe ich dich. Ich bin gar kein Grüner. Ich bin ja farblos. Du, Richard, pass auf. Ich bin schon gleich. Danke auf dem Bild hier. Ja, ich bin unwichtig. Wichtiger ist, du bist gut im Bild. Ich mache dich noch mal größer. Wollen wir mal schauen, wie wir das schaffen, dass wir dich noch größer kriegen. Wunderbar. Ich habe mich verstärkt. So. Und du bist auf dem großen Bildschirm und dein Bild ist da. Und ich denke, die Kamera wird es bringen. Weißt du? Sehr gut. Es ist erstmal toll, dass du Zeit gefunden hast. Man könnte natürlich sagen, was fängst du mit dem Kerle an? Ich gehe ein bisschen aus dem Bild, damit meine riesen Haarwuschel nicht so groß sind, sondern ich gehe mit dem Bild in die andere Richtung. Ich gucke dahin, aber spreche dich trotzdem an, ja? Also ja. Ich fange kurz an. Was willst du mit dem Kerle anfangen, der aus Europa irgendwann aussteigen will? Es ist doch schade, oder? Du warst so richtig schön drin jetzt. Wieso willst du nicht mehr kandidieren? Also ich persönlich jetzt, oder? Ja, na klar. Achso. Du, ciao. Ich bin jetzt 10 Jahre im Europaparlament und habe eigentlich große Sachen umgesetzt, die ich mir vorgenommen habe. Bin auch schon stolz auf meine Bilanz hier. Wenn wir kurz da schauen in der Regionalpolitik, wie gesagt, haben wir eigentlich durchgesetzt, dass wir als Österreicher, obwohl wir eines der reichsten Länder sind, eigentlich recht große Mittel eigentlich nach wie vor aus dem Brüsseler Topf bekommen. Es hat eigentlich kaum Kürzungen gegeben, obwohl insgesamt der Topf, also wie gesagt, ja wesentlich kleiner ist. Wenn du, ich glaube, du bist ja in Kärnten, Osttirol ist nach wie vor in der Regionalförderkulisse förderbar. Das war ja auch eine große Frage und lange strittig, ob das weiterhin möglich ist. Es liegt uns allen, glaube ich, diese Makroregion Alpen besonders am Herzen. Da habe ich im Parlament hier eine Resolution eingebracht und habe das auch durchgetragen. Das Parlament ist angenommen worden. Habe ich gelesen, habe ich schon in dem zu schreibenden Buch, habe ich schon alles verarbeitet. Weißt du, das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Würdigung deiner großartigen Zeit, habe ich schon alles in den ersten Seiten des Buches, das dann nachher eben den Namen, eben das erste Europa-Talk mit dir, Gast Dr. Richard Seber und so, ist schon alles fertig. Habe ich vorhin schon hier eingeblendet, also du wirst davon natürlich ein erstes Exemplar bekommen, wenn es soweit ist. Also das weiß ich ja, du hast ja großartige Aktivitäten gehabt. Und da sagt man doch irgendwann, wo geht er denn jetzt hin? Was macht er denn jetzt nach 10 Jahren in Europa? Warum bist du nicht jetzt vorgeschlagen worden zum österreichischen Außenminister, Mensch? Das ist doch viel wichtiger. Das wäre doch deine Position. Das wäre jetzt deine Position, oder nicht? Es ehrt mich natürlich sehr, wenn du Person dieser Meinung bist, aber wie gesagt, Außenminister ist eine Tätigkeit, die, glaube ich, auch von jemandem gemacht werden soll, der die nötige außenpolitische... Ach ja, dieser andere, der Kleine, der ist ja viel zu kurz geraten damit, oder? Nein, also wie gesagt, Sebastian Kurz hat da sicher seine Meriten, ist, glaube ich, ein sehr... Ja, aber, was, Entschuldigung, du, ich komme ja nur durch die Welt, ja, und ich sehe ja Österreich jetzt von außen, und da sagen die lachen alle nur, du. Eure ganz großen, ihr habt tolle Typen und Köpfe in den Parteien, und das war der Einzige, der ÖVP nun einfiel. Nichts gegen den jungen Mann, aber das ist doch ein Bübchen. Hat er doch gerade eben die Pampers verlassen, oder? Das ist doch Wahnsinn. Ich bin da nicht verantwortlich für diese Personalentscheidung. Nein, ich weiß, aber du hättest doch aufstehen müssen. Du hättest aufstehen müssen. Du hättest aufstehen müssen als ÖVP Tirol. Hättest sagen müssen, nee, das ist nicht mein Ding. Da ziehen wir nicht mit. Nein, das glaube ich nicht. Wie gesagt, es gibt halt gewisse Entscheidungsprozesse in allen Parteien, ein gewisses Personalmanagement. Und man muss sagen, der Kurz hat ein sehr gutes, eigentlich ein sehr gutes Ergebnis auch in der Integration Österreich. Jetzt lassen wir ihn halt einmal beginnen. Ja, na klar. Und das gehört in der Politik da auch dazu. Und manchmal braucht es auch einen frischen Wind. Aha. Es ist richtig, dass die Außenpolitik gekennzeichnet ist eben durch Seniorität. Das sind sehr erfahrene Politiker da. Aber warum soll man nicht einmal probieren, etwas Junges? Es wird ja dauernd gejammert. Es gibt nichts Neues. Okay. Dann macht man was Neues, dann beschweren sich auch wieder. Ja, aber bei der Erwachsenen... Hat ja einen Apparat hinter sich. Ja, okay. Aber bei der Erwachsenenzahl der immer älter werdenden Bevölkerung, die vertritt er doch gar nicht. Er ist doch überall das Enkelchen nur.
Nein, also er vertritt sich ja alle. Ja. Man muss ja nicht einfach jung oder alt sein, um die Jungen oder die Älteren zu vertreten. Ist ja klar. Das habe ich dir ja nicht erzählt. Du arbeitest ja auch in einem neuen Medium und wie ich jetzt deinen langen Bart entnehme, bist du ja auch nicht mehr 15. Ja, ich bin schon 65, du. Und was ich vorhin fest... Du bist mitten im Geschäft. Ja, ich bin gar nicht im Geschäft. Das ist ja alles nur Spaß, das ist politische Bewusstseinserweiterung. Es geht darum, den Menschen Europa zum Beispiel jetzt nahe zu bringen. Deshalb wollte ich noch ein Europa-Talk haben, weil ich ein ganz überzeugter Europäer bin. Ja? Also nicht unbedingt hier leben müssen, aber von der Idee Europa großartig. Es geht nur in dieser Einheit. Das ist Frieden, oder nicht? Richtig. Also für mich, das sage ich dir ganz ehrlich, der wesentliche Teil an diesem Europa mitzubauen in der oder jener Funktion ist einfach die Friedenssicherung. Ja. Das Entscheidende, wir haben 100 Jahre Erster Weltkrieg und man weiß, das 20. Jahrhundert war eines der blutigsten und eben seit der Gründung dieser Europäischen Union haben wir Frieden und natürlich auch starkes wirtschaftliches Wachstum. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum man an diesem Europa bauen soll und weiterarbeiten soll. Und wie gesagt, alle Tendenzen, hier wieder diese Nationalstaaten aufzurichten und nationale Grenzen einzuziehen, lehne ich eigentlich ab. Ja, eine Katastrophe, wenn du baskische Bewegungen oder dort wieder eine Gruppe und dieser wieder der Klüngel, das ist eine Katastrophe, oder? Gebe ich dir vollkommen recht, man muss ja wirklich schauen. Ja? Man muss ja wirklich schauen, wie gesagt, dass dieses Europa eben eine starke Basis, ein starkes Fundament hat und eben, man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss auch bereit sein, auch Kompromisse manchmal einzugehen, aber das bedeutet eigentlich, wenn ein Kompromiss da ist, die Vorteile, die man selber eigentlich durch dieses gemeinsame Europa hat, überwiegen eigentlich immer. Ja, erkennen und auch durchsetzen. Euro zum Beispiel, würdest du da auch sagen, den brauchen wir und den brauchen wir gerade in Österreich, oder? Schau, Österreich als eher kleineres Mitglied ist sehr, sehr stark außenwirtschaftlich vernetzt und unsere Betriebe und damit auch die Arbeitnehmer tragen immer das Währungsrisiko in früheren Zeiten. Ja. Konkrete Verluste. Und wenn du jetzt einen gemeinsamen Markt machen willst, dann brauchst du mit der Zeit eine gemeinsame Währung, um eben diese Unsicherheiten auszugleichen. Ja, ganz. Für den Einzelnen, der auf Reisen geht, du bist ja auch ein deutscher Staatsbürger, ich nehme an, du reist ja auch gelegentlich, ist ja auch einfacher, wenn man nur eine Währung hat. Ja klar, das ist überhaupt das Um und Auf, oder wie sagt ihr in Österreich, ne? das ist das Wichtigste überhaupt. Du fährst egal wohin und zahlst mit Euro. Ja? Und das predige ich ja auch da unten meinen Kolbnitzern und den Kärntnern. Also, die haben schon manchmal verschrobene Ansichten und wollen zu ihrem blöden alten Schilling zurück, nicht? Aber ihr seid stark genug, wenigstens hoffentlich das durchzusetzen mit der Koalition in Wien. Ist das ja so ähnlich wie in Berlin? Ist ja die gleiche Farbe? Wir haben die gleiche Farbe, nur ist halt dort, da ist die CDU sehr die stärkere politische Kraft, als wir hier in Österreich, aber wir werden das auch noch schaffen. Ja, daran könnt ihr doch arbeiten, oder? Ja, sag gerade, das werden wir auch noch schaffen, wir arbeiten daran. Ja, ich habe vor dem, ich bin ja kein Verräter der Fahne, aber ich habe Minuten vor dem, es passte so super, der Kärntner, Chef der Landesregierung, ich weigere mich ja diese Titel, Landeshauptmann, das ist ja furchtbar, ne? Das weiß ja auch, das Peterle sag ich ja immer, aber der Dr. Peter Kaiser, den hatte ich vor dem, du. Bevor du dann war, hatte der um kurz nach 10, hatten die Jungs von ihm so ein kleines Zeitfenster von dem armen Kerl rausgeschnitten und da konnten wir er konnte seine Neujahrsansprache an die Kärntner halten. Also ich bin schon heute ganz gut drauf, würde ich sagen. Das war nun ein roter, aber man kann auch mit roten was Gutes machen, oder? Absolut. Schau, ja? Man kann mit jeder Partei, ja, mit jedem Demokraten, arbeiten, wenn sie gemeinsam den Verfassungsbogen eben akzeptiert. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, oder? Ja. Und ich glaube, auch die Koalition in Wien, man muss ja eine gewisse Chance jetzt geben. Ja. Es ist ein gewisser Unmut da, das ist bekannt. Es ist auch im Westen ein gewisser Unmut über die Personalpolitik, über Gesamtschule und so weiter. Ja. Und aber trotzdem, ja. Faktum ist, bei diesem Wahlergebnis hat man eigentlich kaum andere Möglichkeiten gehabt. Und jetzt, wie gesagt, jetzt lasst mal hier mal arbeiten. Natürlich. Und aber du persönlich. Kritik zu überschütten ist nicht fair. Nein, das ist klar. Aber ich habe nur die Kurve bekommen, so eine Kapazität wie du. Wenn man deine Biografie liest, ja, da fange ich dann ja an, dass du schon mal auf der Donau, nicht nur Donaudampfschifffahrtskapitän warst, was ja früher wohl in der Jugend ein guter Traumjob war, sondern was hast du da gemacht? Ja, wie gesagt, wie ich mein Jus-Studium beendet habe, habe ich dann noch Volkswirtschaft angehängt und habe natürlich dann auch in den Sommerferien und auch teilweise im Sommersemester gearbeitet und mich hat also Politik immer sehr interessiert und deshalb habe ich angefangen auch als Reiseleiter, um andere Länder direkt zu sehen und da war ich
1985 in Rumänien. Ja. Und wie du weißt, das war damals die Zeit von Ceausescu und der eiserne Vorhang. Und das war schon eine interessante Erfahrung, in einem kommunistischen Land zu arbeiten. Ich setze eins drauf. Wenn du nicht so ein junger Kerl wärst, ja, sondern so ein alter Knochen wie ich, dann hättest du 1968, mitten im Prager Frühling, bin ich an dem Tag, wo die Russen einmarschiert sind in die Tschechei, saß ich in Wien Schwechat auf dem Flughafen und wartete auf meine Maschine, die mich runterbringen sollte nach Konstanza, weil von dort ging nämlich die Reise mit der Donau, mit der Tafrom, Tafrom geflogen, mit der Navrom gefahren. Richtig. Es war eine sensationelle Fahrt. Es war ein Service allererster Ordnung. Es war so toll. Und in diesen Navrom-Schiffen habe ich gearbeitet. Ja, Wahnsinn! Und stell dir vor, du wärst 20 Jahre älter, dann hätten wir uns getroffen. Wie gesagt, aber es war für mich eine sehr interessante Erfahrung, ja, weil du einfach Kommunismus aus erster Hand. Aber das war gar nicht so schlimm damals, du. Wir vom Schiff, wir hatten auf dem Schiff. Ja, am Schiff ist ja, ist ja auch nicht das Land. Du, und dann sind wir an Land gegangen, wo wir es gar nicht durften. Nachts, irgendwo Orzowa oder so. Orzowa. An Land, und weißt du, wir haben bis morgens um 7 oder 8 Uhr mit dem Kapitän und mit dem örtlichen Polizisten und Bürgermeister gesoffen. Einen nach dem anderen. Ja? Und dann ging es wieder aufs Schiff und dann ging es weiter, du. Es war sensationell. Hast du wahrscheinlich Zuika getrunken, oder? Ja, es war traumhaft, du. Also, es war wunderbar. An der frischen Luft, das war so toll, ja. Mit Schweizern war ich da umgeben. Das war schon Europa-Vereinigung auf der Donau. Das war schon toll, du. War super. Ja, Europa ist ein europäischer Fluss, sie fließt eben durch viele Mitgliedstaaten, ja, und Gott sei Dank sind wir, kann man sagen, jetzt eigentlich, wenn wir die Donau runterfahren, ist nur mehr, kann man sagen, die Ukraine, die ja im Donaudelta noch einen gewissen Anteil hat, und alle anderen Staaten, kann man sagen, sind jetzt eigentlich bei der Europäischen Union, und das ist für mich auch eine Erfahrung, muss ich sagen, wo ich sehr, sehr froh bin. Also ich habe das, kann man sagen, über 3 oder 4 Sommer lang gemacht, und es war immer sehr beklemmend, wenn man da wieder über die Grenze gefahren ist, über den eisernen Vorhang, und auch gesehen hat, wie die Leute real leben. Yeah. Und jetzt die Europäische Union hat das alles zusammengeführt. Also wenn wir das 20. Jahrhundert anschauen, mit Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Gründung der Union und dann Fall der Berliner Mauer, dann muss Fall der Mauer, das heißt, eine Vorhang überhaupt, muss man sagen, man hat sehr, sehr viel eigentlich erreicht politisch, darum muss man da weiterarbeiten. Ja, natürlich. Mein Credo. So, aber dein Credo, du trittst jetzt nicht mehr an. Wo arbeitest du denn weiter? Hast du schon einen guten Nebenjob? Ja, ich habe keinen Nebenjob. Ich habe mit dem Landeshauptmann Platter vereinbart, dass ich im Tirolbüro jetzt wieder anfange. Ich bin ja Beamter der Tiroler Landesregierung und werde mich dort insbesondere jetzt einbringen, auch an der Umsetzung der Dinge, die ich jetzt hier beschlossen habe. Aha. Das muss auf den Boden gebracht werden. Wir haben also den Rahmen gemacht. Ja. Und jetzt geht es darum, dass man das jetzt sozusagen auch konkret in den Regionen, speziell jetzt in Tirol, ich bin mit ganzem Herzen auch Tiroler, umsetzt. Und da geht es auch um die Makroregion beispielsweise. Du, das ist genau das, was ich, bevor du schalten konntest, habe ich hier mit meinem Kameramann, den ich heute dabei habe, der uns immer ranzoomt und nicht tut, sonst mache ich das ja immer alleine, aber jetzt habe ich mal so einen Roadie dabei, ne? Und dieser gute Waldi, den muss ich loben erwähnen. So, da haben wir diskutiert, genau über das Loslassen. Macht haben oder eine gewisse Position und ein Standing haben und dann freiwillig von etwas zurücktreten oder zurücknehmen. Das machst du ja dann gerade vorbildlich. Ja, schau, ich glaube, es wird überhaupt in unserer Zeit, also so Funktionen sollten nicht für ewige Zeiten. Ja! Ich glaube, gewisse Zeiten macht man einen Job und hoffentlich macht den auch gut. Du sprichst doch nicht meinen Erwin Pröll an. Nein, ich bin nicht Erwin Pröll. Es muss jeder für sich selbst entscheiden und sein Leben und auch seine politische Laufbahn planen. Ja. Und eine gewisse Abwechslung, zumindest bei verschiedenen Personen, glaube ich, tut auch der Sache wieder gut. Also, jeder für sich selbst überlegen. Ich möchte ja keinen Ratschlag geben. Ich möchte nur meine Entscheidung erklären. Ja. Man lebt ja nicht, Gott sei Dank, nicht alleine auf der Welt. Man hat Familie, man hat Freunde. Und du weißt, Politik ist sehr, sehr intensiv. Und man muss sich irgendwo auch fragen, was hat man erreicht? Hat man es erreicht? Will man weitermachen? Und ich glaube, die Bilanz ist recht positiv. Und
kann sich sehen lassen, ja. Ist meine Auffassung. Und jetzt geht es darum auch, wie gesagt, irgendwo anders wieder sich einzubringen und mit frischen Kräften wieder hier in der Politik weitermachen. Und was geht jetzt mit deiner europäischen Water Group? Weißt du, das Verrückte ist ja, du bist der große Wasserexperte, ja? Und ich hab's, kann man sagen. Ja, und ich habe es zweimal nicht geschafft. Durch besondere Umstände würde ich gerne so bei deinem Forum da in Straßburg gewesen sein, weil hat irgendwie nicht gepasst und ich kann nicht nur so zum Spaß hin und her reisen, es ist so viel Aufwand und so weiter, wenn du kein Auto mehr hast, weil du das schon abgegeben hast vor 11 Jahren oder noch mehr, brauchst du es nicht mehr, ist es aber dann besonders kompliziert, um ad hoc irgendwas auf die Beine zu stellen. Jetzt habe ich einen, Wasserexperten, den wollte ich da mitgewinnen und mit zu diesem Forum bringen. Ja. Aber nicht kritische Fragen, sondern einfach nur mal so zu dem Thema. Und den habe ich gestern Abend noch erwischt und habe gesagt, morgen ist der, mit unterstrichen, der Wassermann überhaupt, nicht, ist dann bei mir auf dem Screen. Hast du ein paar Fragen, die dich brennend interessieren? Und da hat er mir was geschrieben, ich muss schnell gucken, dass ich das auch richtig auf die Reihe bringe, denn du bist ja nun wirklich aus erster Hand. Er sagt, ich darf kurz vorlesen, obwohl die EU, also wir wollen die kritischen Untertöne in seinen Zeilen, müssen wir ignorieren, ja, obwohl die EU durch ein Bürgerbegehren gezwungen wurde, von ihren Plänen der Privatisierung der Trinkwasserversorgung Abstand zu nehmen. Du siehst schon, welche politische Richtung dieser Informationsgrad ist, ja, das ist schon eine Desinformation, das ist schon eine gewaltige Desinformation dahinter, nicht? Könnte sich dieses durch das geplante Freihandelsabkommen mit den USA wieder ändern? In den Verhandlungen mit den USA wurde das Thema wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Eine Entscheidung dazu soll es bis Ende 2014 geben. Der Oberbürgermeister der Stadt Fürth, der machte darauf aufmerksam, dass nun wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, und eine Mitwirkung der Kommune nicht vorgesehen ist. Er warnte vor einer Verschlechterung der Wasserqualität. Was sind das alles für Geister, oder? So, das lese ich nur vor, weil das in den Köpfen ist, weißt du? Was ich schade finde, wie gesagt, dass man eigentlich die Bürger so bewusst falsch informiert. Ja! Das sage ich ganz offen. Also, es hat niemand vorgehabt, in der Europäischen Union die Wasserversorgung zu privatisieren. Habe ich immer rausgelesen. Binnenmarktkommissar Barnier hat einen Vorschlag über Konzessionen vorgelegt, also Dienstleistungen von öffentlichem Interesse und Dienstleistungen von wirtschaftlichem öffentlichem Interesse, und da war die Wasserversorgung auch drinnen. Dies hat zu diesem riesen Unmut geführt, aber selbst der Vorschlag, der von damals von Barnier vorgelegt wurde, hätte nie dazu geführt, dass irgendeine Kommune oder irgendein Land seine Wasserversorgung privatisieren muss. Genau. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, weil hier ein Regelungswust entstanden wäre, der für speziell kleinere Gemeinden nicht handhabbar gewesen wäre. Ja. Aber nicht aus dem Grund einer vermeintlichen Privatisierung, sondern aus dem Grund, dass man einfach Dinge, die gut funktionieren, wie beispielsweise eben in Österreich die Wasserversorgung auf kommunaler Basis, auch so belassen soll. Weil viele kommunale Unternehmen in Österreich haben natürlich nicht nur zum Thema die Wasserversorgung, sondern öffentlichen Transport und sonstige Dienstleistungen. Und da gibt es Querfinanzierung. Ja. Und dann wären sie gezwungen gewesen, da eigene Buchhaltungen, eigentliche Assessment Centers und so weiter und Management Centers einzurichten. Und es wäre wirklich ein Riesenaufwand entstanden für etwas eigentlich, dass man... Was nicht tut. Das, und hat das Ganze auch natürlich jetzt für die Gemeinden verteuert. Ja. Darum habe ich gesagt, was gut funktioniert, muss man lassen. Wasserversorgung, hohe Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger, hohe Zufriedenheit der Kommunen, muss man nicht künstlich kompliziert machen. Genau. Und Barnier hat ja auch reagiert auf die starke Kritik aus Deutschland und aus Österreich und hat den Vorschlag in dem Sinne geändert und hat den gesamten Wasserbereich rausgenommen. Ja. Also das ist jetzt Tatsache. Das ist jetzt, wie gesagt, gibt es nicht mehr in der Form. Ja. Und jetzt davor halt, es kommt über das EU-Amerika-Abkommen wieder rein. Man, das stimmt nicht in dieser Form. Ja. Erstens einmal wird das Parlament, muss da zustimmen, da werden wir uns sicher dagegen aussprechen. Ja. Und wie gesagt, also das sind so wirklich mit Ängsten der Bürger zu spielen, dass was einfach nicht stimmt. Und noch einmal, das hat alles nichts zu tun mit einer Privatisierung, die geht vom Vertrag her nicht. Die Europäische Union kann nicht in die Eigentumsordnungen der Mitgliedstaaten eingreifen. Wunderbar. Das ist rechtlich nicht möglich. Aber und Österreich fordert bei jeder Vertragsrevision, die letzte war ja Lissabon, immer, dass insbesondere auch diese Bewirtschaftung der Wasserressourcen nur einstimmig
geändert werden kann. Yeah. Also gegen eine Stimme Österreich wird hier sozusagen nichts passieren. Und ich darf auch an dem Punkt sagen, es gibt aber bereits sehr, sehr viele Gemeinden, die private Partner haben in Österreich. Ja. Yeah. Gerade auch in Kärnten. Ja. Ich finde, das sollten ja die Gemeinden entscheiden, wie sie das machen genau. wollen und sollen das sozusagen auch mit ihrem Wahlvolk dann ausmachen. Und es heißt ja nicht, privat ist automatisch schlecht oder, nee. Oder wird teuer nee, und schlecht. Nee, nee, nee. Aber es muss natürlich, es muss natürlich so sein, dass der Private nicht ausgeräubert wird durch eben private Interessen von Unternehmen. Das ist ja die Angst, die damit geschürt wird. Das ist genau der Punkt. Ja. Aber das geht auch darum, dass du einen ordentlichen Vertrag machst. Ja. Aber noch einmal. Das ist nicht mehr am Tisch. Wir stimmen dann nächste Woche über diesen Vorschlag ab. Barnier hat das bereits zurückgezogen. Jetzt geht es nur darum, um Konzessionen, um das transparenter zu gestalten, dass es hier keine Freundinnenwirtschaft gibt. Ja. Und hier sind die Regelungen, die speziell durch den Europäischen Gerichtshof hier bereits in der Judikatur sind, also in der Rechtsprechung, werden hier konkret umgesetzt. Aber du schaust. Das ist ja ganz ehrlich, Transparenz. Das ist das Wichtigste. Ist immer gut. Transparenz ist das Allerwichtigste, damit die Leute auch sich ein eigenes Bild. Jetzt bei dir, ja. Du, die fangen ja morgens an in den Nachrichten und erzählen, eine Initiative von irgendeinem X, von mir aus von der Kommission, die bei dem Europäischen Gerichtshof eingebracht haben, dass Deutschland irgendwann, also die Handhabung der Hartz-IV-Gesetze und so weiter, ja, erst nach 3 Monaten oder muss ja erst arbeiten und so weiter und so weiter, dass das also widerrechts wäre und dass man verpflichtet wäre, schon von Anfang an diese Leute zu bezahlen. Mit so einer Scheißhausmeldung kommen die am Morgen schon und bringen Nachrichten. Dabei ist das erst in der Verhandlung, wenn überhaupt, und dann in der Diskussion vor einem Gerichtshof und der wird dann sagen, ja, es ist rechtens oder nicht rechtens, was ihr tut. Wie kommen diese Scheißhausparolen permanent und damit wird Politik gemacht? Und da wird Stammtischleuten wie diesen CSU-Leuten mit ihren Phrasen, die ja alle, steht ja alles in den Verträgen, wie man zu handhaben hat, diese Dinge. Wieso kann man diesen Leuten so Vorschub leisten? Was ist das? Und das ist Staatsfernsehen. Dafür zahlen wir noch Rundfunkgebühren, du. Du, also wie gesagt, die Medien sind Gott sei Dank frei in ihrer Berichterstattung. Ja, die sind nicht frei, die sind alle bezahlt von der Regierung, du. An ihre Ethik-Codes gebunden. Oh. Ich finde, Medien haben eine große Verantwortung in der heutigen Zeit und sie müssen halt prüfen, welche Meldungen sie dann wirklich über den Äther beziehungsweise welche Meldungen sie abdrücken, genau. Abdrucken wollen. Natürlich, mit Schockmeldungen kann man immer gut in dem Sinne Leser und Hörer gewinnen und ich finde, man muss schon genau aufpassen, was jetzt da richtig sein kann oder nicht. Ja. Hier hat man halt gerade bei manchen Boulevardmedien manchmal den Eindruck, dass speziell jetzt zu viel darauf geschaut wird, dass jetzt da eine Schockmeldung verbreitet wird, ohne eigentlich konkreten Wahrheitsgehalt genau. oder sonst was zu tun. Genau. Also wie gesagt, aber wir leben in einer Demokratie, wo eben Medien eine extrem wichtige Rolle spielen, auch solche Medien, die du hier machst, ja, also klar. über das Internet. Und darum, wie gesagt, hat halt jeder Bürger und jede Bürgerin auch die Pflicht, ein wenig zu prüfen, ob das überhaupt so sein kann, wie es eigentlich da dargestellt wird. Ja. Seite. Wenn du jetzt aus deiner Position Europa, Brüssel siehst, diesen Riesenapparat, den wir uns da geschaffen haben, ne? Wir Bürger, findest du, der ist gerechtfertigt? Ich bin nur jetzt mal bei den Kosten, ja, für die Bürger. Findest du, der Apparat ist okay so? Also ich habe hier natürlich wieder noch mehr so Spöksis, ich will das gar kein Gift in unser nettes Gespräch bringen, ne? Aber leben wie Gott in Brüssel, ja. Leben wie Gott in Brüssel, kommen da auch so Phrasen, weißt du, leben wie Gott in Brüssel, nicht? Ist ja Wahnsinn, ne? Also vom Apparat her muss man sagen, die europäischen Institutionen kosten circa 6% des Gemeinschaftshaushaltes. Ja. Also du wirst mir keine Kärntner Gemeinde sagen können, die mit 6% Verwaltungsausgaben auskommt. Naja, die Kritiker sagen, brauchen wir die 6%. Die Kritiker sagen, die können wir einsparen. Ja, aber man muss schon rechnen, was glaubst du, was es kosten würde, wenn wir 28 Regelungen hätten statt einer? Ja, klar. Na, ich bin ja auch dabei. Ja. Du brauchst mehr nationale Beamte, die mit den anderen wieder verhandeln. Also man muss schon rechnen, es ist nicht so, man gibt die 6% weg und das kostet dann nichts. Aber sondern die Mehrkosten durch ein Nicht-Europa, ja. auch haushaltstechnisch, wären ja viel, viel höher. Ja, aber 754, die 6% ist die Verwaltung. Richard. Man muss auch sagen, schau, es sind die Hälfte geht ja auf, für die Übersetzung drauf. Und ja, für den Dolmut. Ja. Und
Reden wir doch alle Englisch. Halt, let's talk English. Ja, wenn jeder, wenn halt du willst in Deutsch sprechen und dabei will mal ich. Nein, I'm talking English with you. Ja, dann wird man halt übersetzen und Menschen müssen. Aber Richard, ich wollte nur sagen, 754, ich stoße mich immer so an so einer Riesenzahl. 754 people sitzen da, du. Und derzeit 766, weil die Kroaten ja. Ach du je, es sind schon ganz frisch, du bist aktuell. Ich habe in dein und in unser Buch, ne, habe ich schon eingebaut, im Vorwort, die ersten Seiten, die ich geschrieben habe für dieses, ja, unser Buch. Das wird ein schönes Büchlein und unser Gespräch wird dann Wort für Wort, muss ich dann tippen. Ich suche noch eine fleißige Stenografin, die das alles bringt. Also da habe ich im Vorwort so einige Bilder, weil mir Leute, auch aus Österreich, herrliche Bilder von schlafenden Abgeordneten wirst du dann auch in dem Buch sehen. Bilder, du, schau, diese Bilder, die da zirkulieren. Ist das nicht furchtbar? Das ist nicht das Europäische Parlament. Nein, das habe ich sogar auch geschrieben. Das ist wahrscheinlich irgendwie im Französischen oder im Italienischen. Nein, das sieht sehr nach Französisch also aus. Die Bilder, die wir da. Aber du kennst sie. Das war nicht das Parlament hier in die ist klar, das war das in Brüssel. Also drum, wie gesagt, das ist auch irgendwo eine gewisse Vernaderung. Und ja, du weißt immer, sobald du ein Bild schießt und du, jeder Mensch blinzelt gelegentlich, ja, wenn du dann die Augen zu hast, dann schläfst du nicht. Okay, okay. Ja, nee, das waren Bilder sicherlich, ich tippe mal so, dieses enge Gestühl, das ist mehr England wohl, weil es dort etwas enger zugeht, ja. Also, oder ich weiß es nicht, welches war, aber jedenfalls nicht das Europäische. Ja, okay. So, aber deine großen Kontakte, die du jetzt da gemacht hast, kannst du die in die tägliche Arbeit dann später mit einbringen für Tirol und Österreich? Von dem gehe ich eigentlich aus. Ich meine, ich glaube, das Leben, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und auch im persönlichen Bereich, lebt eben von Kontakten. Und ich bin ja schon lange hier tätig eigentlich in Brüssel und die letzten 10 Jahre auch in Straßburg. Und das werde ich natürlich nutzen, mein Netzwerk, ja, und hoffen hier auch positiv weiter arbeiten zu können. Schade, dass du nicht auf dem Gesundheitssektor tätig warst. Denn da bin ich ja. Ja, schau, im Gesundheitssektor war ich sehr wohl tätig. Nur natürlich durch das, dass ich Koordinator für die gesamte EVP-Fraktion im Umwelt- und Klimabereich war der Schwerpunkt natürlich auf dieser Tätigkeit. Aber ich habe auch einige Änderungsanträge gerade im Gesundheitssektor eingebracht, gerade was diese grenzüberschreitende Gesundheitsvorsorge angeht oder eben auch der Bereich In-vitro-Diagnostik, Medizingeräte. Ja. Gerade zusammen mit meinem Koordinatorkollegen Dr. Peter Liese haben wir sehr viel gemeinsam eigentlich gemacht, um eben hier die Interessen der Patientinnen und Patienten zu verteidigen und diese Patientenrechte hochzuhalten. Beispielsweise haben wir einen Vorschlag von der Kommission gegeben für diese medizinischen Versuche, die ja sehr strengen Regelungen unterliegen, dass man da, man hätte interpretieren können, dass da insbesondere der Schutz mancher Leute, die also nicht für sich selber sprechen können oder auch von Minderjährigen, gelockert werden könnte. Ja. Und da waren also sehr, sehr streng und haben gesagt, also die alte strenge Regelung muss hier halten. Auch die Rolle dieser Ethikkomitees wurde von mir zusammen mit Liese eigentlich wieder eingebracht, dass das, was wirklich immer geprüft wird, nicht nur von Medizinern, sondern von einem eigenen Ethikrat. Also die medizinische Forschung ist natürlich auf eine gewisse Schnelligkeit angewiesen, aber trotzdem glaube ich, ist wichtig, dass wir gerade in dem Bereich Schutz von Personen, die nicht für sich selbst sprechen können, also Kinder, Jugendliche und auch teilweise eben behinderte Menschen, geistig behinderte Menschen und natürlich auch sozusagen der Bereich, wo man also die Ethik der Forschung prüft, dass das wirklich sehr streng gehandhabt wird und hier sind also wirtschaftliche Interessen zweitrangig, sondern hier muss im Mittelpunkt immer der Mensch stehen. Und das zieht sich auch in meiner Gesundheitspolitik wie ein roter Faden durch. Also hier habe ich immer sehr hart gekämpft und vielleicht, wie gesagt, ist es medial nicht so drüber gekommen, was ich eigentlich hier getan habe. Denn die These, meine These, Gesundheit, wenn wir persönlich gesunden, dann gesunden auch unsere privaten Haushalte und damit auch die öffentlichen Haushalte. Wenn wir gesünder werden und wären, dann würden wir ja immense Milliarden einsparen können. Ja? Deshalb betreibe ich ja sowohl eine Gesundheitspolitik, die hier ansetzt, auch an der persönlichen Gesundheit und natürlich auch eine Umweltpolitik. Wir wissen alle, dass sauberes Wasser, saubere Luft, wie gesagt, dazu beitragen, dass wir natürlich gesund bleiben. Hast du? Ich glaube, diese wirtschaftlichen Effekte muss man unbedingt auch ins Kalkül ziehen. Wenn ich da oben in die Kamera halte, siehst du, was das ist? Ist das ein Bierkrug oder was? Naja, das ist ein ganz edler, geschliffener Krug. Ja, von mir aus können wir ihn abwerten, Bierkrug. Nein, da ist Karottensaft drin. Das Gesündeste, was du dir zutun kannst. Hast du was zu trinken da? Ich habe einen Kaffee hier. Also da fängt schon an mit der Gesundheit.
Ja? Du, nach verschiedenen Studien soll ja auch Kaffee sehr gesund sein. Ja, da sind wieder die Studien. Wer bezahlt die Studien? Da sagst du was. Ich habe so einen Gesundheitstalk am Montag, die Wiederholung eines Flops von mir. Da hatte ich vor Anfang Dezember einen Professor Frohböse der Sporthochschule Köln über einen Ja. Gesundheitstalk. Und da habe ich, Depp, den Knopf des Mikrofons nicht gedrückt. Da haben wir Das ist schlecht. eine Viertelstunde wunderbarstes Talken gehabt im Stummfilm. Der Wahnsinn. Jetzt wiederholen wir das Ganze am kommenden Montag. Aber was kam dabei raus? Es kam dabei raus, wie hart es ist, Studien, bei der Studie. Ja? Der Mann, der gibt so und so viele Stunden in der Woche, darf er und muss er als Professor Unterricht geben. Den Rest ist er auf Suche nach entsprechenden Aufträgen für seine Forschungsarbeiten. Weil der Staat da nichts mehr über hat für Forschungen zum Beispiel. Wer forscht zum Beispiel zu sagen, frische Frucht- und Gemüsesäfte sind gut für unseren Organismus? Wenn du das laut sagst, kommt ja schon die Schulmedizin und die Lebensmittelindustrie, um nicht Mafia zu sagen, und sagt, Moment, halt, stopp. Wenn du den Erzeugern jetzt nahelegst, von Karotten zum Beispiel, Leute, ich habe einen enthusiastischen Professor, ich habe die Universität in Köln und die wollen gerne eine Studie machen. Bitte schiebt doch mal ein paar Euros vielleicht rüber, schaut doch mal in euer Budget. Da ziehen die sich lieber zurück. Weißt du warum? Weil diese Konsorten wie Aldi, Lidl, Rewe, diese ganze Brut alle aussorgt und die müssen unterschreiben, dass sie solche Dinge nicht fördern. Was machen wir denn dagegen? Ich glaube, jeder Mensch weiß ungefähr, was ihm gut tut und was ihm nicht so Ah, gut oh, tut. das Und weiß ich doch der glaube, Mensch. Ja, schau doch mal in den Spiegel. Wo weiß der Mensch denn, dass es ihm gut ich tut? gehe mal davon aus, dass jeder vernünftige Bürger und jede vernünftige Bürgerin ungefähr einschätzen kann, was ihrem Organismus gut tut. Und wenn du jetzt ansprichst, diese Studien bzw. diese Nachweise bei gesundheitsbezogenen Angaben von Lebensmitteln, Ja. da muss man sagen, es hat schon einen Sinn, wenn man von Herstellern von Lebensmitteln insgesamt verlangt, wenn sie gesundheitsbezogene Angaben auf ihre Produkte draufschreiben, dass sie auch durch entsprechende Daten und Studien untermauern, weil Ja. die Bürger auch bereit sind, mehr zu zahlen für diese Aber Produkte. es gibt diese Und Studien wenn ja ein gar nicht. Die werden ja Biopartner, verhindert. Die Studien werden ja verhindert. Es gibt ja keine Studie. also das ist mir nicht bekannt, dass ihr Studien verhindert, Ja, aber ich möchte mal nachher aber da, prüfen. du, in jeder Talkshow sitzen diese sogenannten Ernährungswissenschaftler, nicht? Und erzählen dann immer, ja, darüber gibt es ja keine wissenschaftliche Erkenntnisse. Dabei habe ich nicht nur ein Büchlein geschrieben, Das Wunder von Süsel, wo ich belegt habe, ein früher mal Lungenkrebskranker, der hat dann eben sich dieser Therapie, die gar kein Geheimnis ist, nach einem Vierteljahr waren die Metastasen schon nicht mehr da. Nach einem halben Jahr hat die Universitätsklinik in Lübeck gesagt, Krebs ist weg. Ja? So, diese Dinge sind alle belegt. Da kommt dann aber Mediziner in solchen großartigen Bubble-Shows, ja, das ist ja wissenschaftlich nicht erwiesen, das wäre auch so und so weggegangen. Alles Humbug, wenn das jeder selber täte und sich diese Gesundheit, 2, 3 Liter am Tag zum Beispiel, ja, in der Mischung jetzt noch mit Spinat und anderen guten Dingen, was glaubst du, wie vital du bist? Ich bin ein 65-jähriger Knopf, ja, aber ich glaube, ich habe die Energie von 3 20-Jährigen, sage ich immer. Ja? So, und darüber gibt es keine Studien. Warum nicht? Weil sie Ja, verhindert werden. erstens glaube ich das nicht, dass es darüber keine Studien gibt, weil, wie gesagt, Gibt keine Studien. Gibt keine sehr Studien. viele Forschungsinstitute, die sich mit dem jetzt auseinandersetzen. Ich habe jetzt Das wollen wir komplett inkorrekte anschieben. Koralltensaft, habe ich auch nicht. Aber ich kann dir empfehlen, es gibt ja sehr viele, in dem Sinne, ernährungswissenschaftliche Institute und auch die Ja. europäische, die EFSA, die Behörde für Lebensmittelsicherheit, die also über ein breites Spektrum eigentlich von Studien eigentlich verfügt. Und was mir bekannt ist, ist halt das Thema Gesundheit und Ernährung eines der umstrittensten Themen, die man überhaupt Ist kennt. klar, Und jeder ist ich ja schon finde, so dass die klug, jeder. Wissenschaftler selbst unterschiedlichster Meinung sind. Ja, klar. Hier ist natürlich, das ist die Schwierigkeit, hier sozusagen auch die einzig richtige Studie herauszufiltern, weil du findest meist Wissenschaftler, die dir eine bestimmte Sache belegen und andere, die sagen, sie haben andere Studien. Meine, hier ist es wirklich gesagt für die Politik schwierig, hier eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, man muss es trotzdem der Wissenschaft überlassen und halt dann schauen, dass sie auf einen gemeinsamen Nenner kommt und natürlich auch die öffentliche Hand finanziert ja Ja, viele solcher Studien oder auch über die Universitäten und jeder Wissenschaftler ist halt da dann wirklich gehalten nach bestem Wissen und Gewissen und überprüfbar.
nachprüfbar für seine Kollegen, seine Thesen aufzustellen. Aber noch einmal, ein gewisser Hausverstand bei der Ernährung, glaube ich, das muss man von jedem Einzelnen abverlangen und vor allem auch nicht nur die Ernährung, sondern das Gesamtleben einbeziehen. Wenn man natürlich nur sitzt... Zwei Drittel der Menschen sind zu fett. Zwei Drittel der Menschen in Europa sind zu fett. Ja, aber hängt das mit der Ernährung zusammen? Ja, natürlich. Mit zu wenig Bewegung, aber natürlich angefressen. Angefressen. Die Fastfood-Ketten, McDonald's, Coca-Cola, das ist das Schlimmste, was wir überhaupt haben uns antun können, diesen vermeintlichen American Way of Life. Tja, es ist, glaube ich, ein Faktum, dass natürlich, wenn eine Gesellschaft reicher wird, verschiedene Lebensmittel vermehrt konsumiert werden, sprich insbesondere Fleisch und natürlich auch kalorienhaltige Nahrung. Du willst dich mit McDonald's nicht anlegen, oder warum stimmst du mir nicht zu? Nein, tja, es geht darum, dass man, glaube ich, es sich schon zu einfach macht, da McDonald's und Coca-Cola verantworten. Ja, aber ich habe Beispiele, ich habe Beweise dafür. Das ist nicht einfach. Egal, was sie essen, sie werden halt dicker, weil sie sich nicht bewegen. Ja. Das ist ein Grundproblem. Ja, ja. Das, glaube ich, muss man auch sehen. Es kommt immer auf die richtige Menge drauf an. Ja, klar. Wenn du den fünffachen Kalorienbedarf aufnimmst, den du verbrauchen kannst aufgrund deines Lebens, ja, dann musst du dich nicht wundern, dass du dick wirst. Aber dann musst du dich... Halt jeder Einzelne, aber auch die öffentliche Hand, da in dem Sinne eine Verantwortung zu sagen, gesundes Leben besteht eben aus gesunder Ernährung, ja, aber auch Bewegung. Natürlich. Und auch, wie gesagt, frische Luft und eben einen Lebensstil, der dazu beiträgt. Du. Nur jetzt zu sagen, die Ernährung, das ist, glaube ich, zu billig und ist auch irgendwie zu plakativ. Ist ja klar. Das gefällt mir nicht. Selbstbestimmt ist das Wichtigste. Selbstverantwortung. Selbstbestimmt ist das Wichtigste. Also Aufklärung. Aufklärung und alle Faktoren mit einbeziehen. Ja, klar. Klar. Schulsport, da fängt es bereits an, die Kinder anregen, dass sie auch in einer Freizeit Sport machen, nicht nur sitzen, oder? Ich glaube, früher hat man sich viel mehr bewegt, heute tendiert man eher vor dem Computer und vor dem Handy zu sitzen. Du, Sport. Was machst du denn im Sport? Ja, ich fahre sehr am Berg Isel. Am Berg Isel bist du doch vielleicht schon mal geflogen auch? Nein, bin ich nicht geflogen, ich bin kein Skispringer, sondern ich bin nur, ich fahre Alpinski, ich gehe sehr gern Touren, ich wandere sehr gern, ich fahre sehr gern mit dem Fahrrad. Also, wie gesagt, ich liebe die Bewegung und habe Gott sei Dank auch kein Problem mit meinem Gewicht. Ah ja, aber hast du irgendwie so eine Affinität, sag ich mal so, Fußballverein, habt ihr Wacker Innsbruck, war doch früher mal gar nicht schlecht. Ich habe in meiner Jugend und Kind natürlich auch Fußball gespielt, habe mich sehr gefreut und natürlich bin ich ein Fan der Wackers Innsbruck natürlich, aber wie gesagt, selbst spiele ich jetzt nicht mehr. Also das ist Fan von Bayern München bist du doch hoffentlich, oder? Ja, tja. Die Bayern sind unsere großen Nachbarn und es freut mich immer, wenn natürlich Bayern München gewinnt. Alles klar, du. Ich habe hier, das kannst du erst sehen, wenn das Video im Netz steht. Da habe ich hier, um alle Dortmunder zu ärgern, ein tolles Ergebnis. Das letzte. Ich halte es mal dir da hoch. Warte mal, kannst du es sehen? 0-3. Ja, genau, ne? Die 3 steht für Bayern, du. Und das muss ich so lange hinhalten bis zum nächsten Spiel. Ja, damit die auch wissen, was Sache ist hier im, ich lebe ja hier im Borussia Dortmundland, weißt du? Links und rechts ist hier schwarz-gelb geflaggt und über mir ist blau geflaggt, da ist ein Schalker. Ja, also ich lebe hier im Fremdland, aber ich habe in der Mitte meine Bayern-Fahne, nicht? Also, ich wollte nicht diese Gesundheit, die Kurve ist aber zu den Sportlern, nämlich die Verletzung dieser Sportler würden mit besonders intensivem Trinken von Säften um ein Höchstmaß reduziert werden. Die Verletzung. Ja, nicht, wenn das so wäre, warum... Nein, das sitzen alles nur Flaschen. Sag nicht, wenn das so wäre. Weißt du, wenn das alles so logisch wäre... Nein, ich widerspreche dir. Warum sollten die das nicht tun? Ich widerspreche dir. Dass die Manager und die Ärzte... Die Manager, die blocken alle ab, weil die ja ihre Lifestyle-Pillen verkaufen wollen. Die wollen ihre Lifestyle-Pillen verkaufen, keine Gesundheit. Alles erwiesen. Manager von Bayern München. Ja, genau, der guckt den an, der platzt bald. Der Manager von Bayern München, der lebt von der Schweinezucht. Ja, der sieht auch bald so aus wie ein Schwein. Da schau dir nur den Nacken an. Schau dir den guten Uli an. Der Platz, der hat heute schon Gichtprobleme. Der kann schon zu manchen Spielen nicht fahren, weil er Gichtprobleme hat. Wovon wohl? Also gut, wir wollen den... Du schüttelst den Kopf, weil du keine Ahnung hast. Also das nur mal am Rande. Wir wollen nicht böses Blut gießen zwischen Österreich, Bayern, Tirol und Kärnten schon gar nicht. Was kannst du jetzt als Gruß an die Österreicher noch sagen, persönlich, am 26. Mai ist es doch, glaube ich, ne, oder? 25. Am 25. Was ist am 26. mit ausgezählt, ne? Also, was ist am 25. zu tun? Das wird immer sehr schnell ausgezählt. Das wird wahrscheinlich am 25. am Abend für ein erstes Ergebnis da sein. Und was erwartest du von euren Österreichern? Ich bitte
und ersuche alle Österreicherinnen und Österreicher von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das ist aber das Wichtigste. Ja. Jeder soll sich im Vorfeld informieren und jeder soll zur Wahlurne gehen, weil es ist eine sehr wichtige Wahl. Und ich hoffe, dass das Programm und die Personen, die die ÖVP aufstellt, überzeugend sind und wir hier auch einen ordentlichen Wahlerfolg einfahren können, weil ich glaube, wir sind die politische Kraft, die konstruktiv an diesem Europa mitbauen will, haben wir in der Vergangenheit gezeigt und werden das auch in Zukunft tun. Und darum, wie gesagt, das Erste, bitte wählen gehen. Zum Zweiten, ich hoffe, dass das ÖVP-Programm und die Mannschaft nach wie vor überzeugend ist und wir hier das Vertrauen unserer lieben Landsleute gewinnen können. Wie viele Abgeordnete hat Österreich überhaupt? Derzeit haben wir 19, ja, aber es werden bei der nächsten Wahl noch mehr 18 sein. Aha, aha. Und wie viele sind ÖVPler? 6 derzeit. Naja, das ist aber schon eine gute Zahl, ne? Sehr gute Zahl. Ja, wir haben sehr gut abgeschnitten. Ja, ja, dann haltet das mal. Da halten wir die Daumen. Ich kann gar nicht mehr sagen, als wir werden jetzt deinen Weg verfolgen. Ich habe ja deine E-Mail-Adresse und über diese ja. Tiroler Volkspartei kriege ich ja von dir auch immer den Newsletter. Wirst du den beibehalten? Ja, also in der Form. In der Form nicht, nein, aber irgendwie. Aber ich werde sicher wieder, ich habe ja eigentlich im Tirolbüro bereits mit einem Newsletter begonnen, war das erste Länderbüro, das das gemacht hat. Ja. Weil ich glaube, wichtig ist Information aus erster Hand und durch die Newsletter kriegt man immer wieder Kontakte, so wie jetzt zu dir. Ja. Das ist, glaube ich, die Kommunikation ist das Wichtigste, wenn man gerade über Themen wie Europa spricht. Ja, wenn du jetzt natürlich nebenbei noch so mit dem großen Herzen Wacker Innsbruck Präsident wärst, ne, dann hättest du vielleicht sogar noch eine Altherrenmannschaft zur Hand, so wie ich ja mit dem Peter Kaiser für meine Kirchhundener Fußballer, da müssen wir ein kleines Vier-Länder-Turnier wollen wir nämlich veranstalten. Könntet ihr euch auch beteiligen, die Tiroler? Wir wollen gerne Altherren, hier Kirchhunde, meine alte Truppe. Und dann fahren wir runter und wollen gerne gegen Italiener, gegen Kroaten oder wer immer da unten rumdümpelt. Und die Klagenfurter oder von mir aus von Innsbruck. Hast du einen Draht zu solchen? Habt ihr im Europäischen Parlament eine Fußballmannschaft? Also mir ist es nicht bekannt, aber verschiedene Delegationen haben so unter den Assistenten so Keine Zeit zum Sport, hä? Haben keine Zeit zum Sport, wenn ihr dauernd zwischen Brüssel und Straßburg hin und her, ne? Ja, Brüssel, Straßburg und natürlich auch zu Hause. Ja, ist ja ein Stress. Also Kilometer macht ihr ja schon. Extrem viele. Ja, also es wird ja weniger dann. So ist es. Dann leg nicht zu, leb gesund, damit du weiterhin so schlank bleibst, ja? Und vielleicht. Ich werde weiterhin Obstsaft trinken. Ja, und ich werde dir ganz persönlich einen ganz persönlichen Rat noch geben dürfen, als alter Knochen, schreibe ich dir ein bisschen was zur Gesundheit, wenn es recht ist, ja? Und das ist dann nicht aufdringlich. Und ich kann nur sagen, grüße dein ganzes Team, dass die das möglich gemacht haben, aus deinem Zeitfenster dich rauszuholen. Ich weiß, wir haben noch nicht die ganze Stunde, aber man muss es ja nicht ins Extrem bringen. Die Leute sagen ja immer, Mensch, du quatschst zu viel und deine Gäste kommen zu wenig zu Wort. Aber du bist ja hin und wieder doch zu Wort gekommen, oder? Geburtstag. Danke. Du hast ja bald... Ein schönes Wochenende. Na, warte. Man gratuliert ja nicht zum Geburtstag im Voraus. Aber theoretisch hättest du ja bald, du. Stimmt. Dann bist du 52. Ich gratuliere dir dann. Okay? Es soll ja Unglück bringen. Ja, na genau, und das wollen wir ja nicht. Also wir halten uns die Daumen für eine gute Zukunft in Tirol und alles, was du da noch angehst. Ich sehe dich demnächst als österreichischen Außenminister, okay? Das glaube ich weniger. Ja, warte mal ab, vielleicht schlagen wir dich vor. Du. Also ich bringe das in aller Munde und dann wollen wir mal weitersehen, okay? Okay, also. Also mach es gut und vielen, vielen Dank, Richard. Ciao. Ciao. So, das war nun... der heutige Vormittag bewusst nicht auf die Spitze getrieben. Ich meine, man muss diese Leute ja auch herausfordern, darf man, aber man muss sie ja nicht niederbügeln. Ich habe ja nun ein bisschen spitz bewusst gesagt, dass er keine Ahnung von Gesundheit hat, weil er das Glück hat, eine schlanke Figur zu haben. Ja, aber und er hat wahrscheinlich auch viele Energie verbrannt, von links nach rechts zu fahren und durch die Lande zu düsen. Ist ja klar, das ist seine Entscheidung, dass er nicht mehr antritt. Und wenn er dann zurücktritt, das ist ja genau das, was wir vor dem hier diskutiert hatten mit dem Waldi, zurücktreten können und die Früchte, die er ja doch da irgendwo gesät, dann ernten und daran arbeiten, das ist toll. Und ich kann nur sagen, mit solchen Leuten geht es ja weiter, nicht? Die sich nicht von irgendwelchen Phrasen aus der Bahn bringen lassen und schon gar nicht provozieren lassen, sondern ihre Linie fahren und das ist in Ordnung. Und da kann ich nur sagen, Österreich geht mit gutem Beispiel voran, wie die Politiker mit ihren
kritischen Medien umgehen, wie sie mit solchen Leuten wie ich einer bin, nämlich gar keiner. Es ist großartig. Also ich meine, wer, wenn wir hier jetzt, ich will diese Kleinfürsten in unserer Region ja gar nicht ansprechen, wenn ich die ansprechen würde, was da für ein Wall von sich wichtig machenden kleinen Sekretären, die sich so wichtig nehmen würden. Dabei sind sie alles nur kleine Staatsdiener, nicht? Aber die würden ja sagen, nein, Herr Dr. Schreiber, leider ist ja, und dann für die nächsten 4,5 Monate sind wir ausgebucht. Die Leute kommen aus Parlamentssitzungen oder sonst was und sind in der Lage, das, was ihnen auf der Seele brennt und oder den Nägeln vielleicht auch ans Volk zu bringen. Und da ist dieses Medium, diese YouTube-Geschichte, eine wundervolle Geschichte. Und da kann man sagen, Amerikaner und hin und her und Google, wir in Europa sind zu blöde, das auf die Beine zu bringen. Die Chinesen, das hätte ich Ihnen noch kurz sagen können, diese Europa-Kritik wollte ich ja aus China noch betrachtet haben. Die Chinesen, die kaufen sich hier überall ein, wo sie es können. Und da warnt mein Walter aus China, das darf er ja gar nicht so laut sagen, aber er guckt genau hin, was ihr für Verträge macht. Denn anfangs dieser ganzen Google und sonstigen Welle haben die Chinesen zum Beispiel Google nach China eingeladen. Und dann haben sie das Wissen dieser Leute genommen und haben sie dann mit einem Fußtritt in den Allerwertesten verabschiedet und machen heute ihr eigenes Internet. Ohne Google und sonst was haben ihre eigenen Plattformen. Und diese großartige Plattform Google und so weiter ist doch gar nicht zu erreichen. Deshalb, wir Europäer klagen über die Amis mit ihren NSA und dem ganzen Kram. Lass sie doch rumspielen, sie können uns doch... Was wollen Sie? Das nette Gespräch mit Herrn Seber? Können Sie doch notieren. Vielleicht können Sie mir eine Kopie geben, dann sind meine Bücher schneller fertig. Ich habe ja noch so viel zu tippen. Deshalb, Technik nutzen, an den Mann kommen, nicht alles immer abblocken und och, und das ist Spam. Nee, reinhören, politische Bewusstseinserweiterung und sich mal anhören, was dann so ein Mann wie Dr. Richard Seber eben nicht zum Besten gibt, sondern was er an Wissen und an Leistung auch vorzuzeigen hat. Das ist mein Ansinnen für das ganze Jahr, das wird mich treiben und da werde ich nicht locker lassen. Und ich lasse mich jetzt von denen, die ich einlade, nur noch zu Terminen bringen, wie Sie gerne möchten. Ich werde nicht hinterher hecheln und sagen, dann bin ich doch da. Nein, wenn die kommen, sind sie gelöst und gelockert und können sich eben ganz frei entfalten, wenn ich sie dann reden lasse. Ich meine, bei dem kann man ja auch nicht gut zu Wort. Der hat ja, wenn er neben mir säße, hätte ich ihm zwischendurch ja wahrscheinlich mal so einen Puff mit dem Ärmel gegeben. Aber so hat er ja auch geredet und das ist gut so. Sie kann mir kein Kritiker sagen, die Leute kommen bei dir ja gar nicht zu Wort. Also ich trinke jetzt mal auf das Wohl von uns allen, die da hier zuschauen, die angeklickt haben und auf meine heute Morgen gehabten Gäste sowieso. Also in diesem Sinne alles, alles Gute für 2014. Wohlsein. Wer diesen Saft trinkt, der weiß, hoppala, hoppala, kommt das Taschentuch. Der weiß, was er getrunken hat. Vielen Dank.